Herzlich willkommen zur Besprechung des Themas von der Summe der Einkünfte zum Gesamtbetrag der Einkünfte im Lernfeld 4. Das Lernfeld 4, liebe angehenden Steuerfachangestellte, das dürfen Sie ja im ersten Ausbildungsjahr durchgehen in der Berufsschule. In diesem Lernfeld geht es um das Erstellen von Einkommensteuererklärungen für Beschäftigte, also für Arbeitnehmer. Und in der Berufsschule werden Sie zunächst die Einkommensteuerpflicht gemacht haben, unbeschränkt beschränkt. Dann werden Sie insbesondere die Einnahmen aus § 19 ermittelt haben. Sie werden die Werbungskosten aus § 19 aus nicht selbstständiger Arbeit kennengelernt haben. Und dann können Sie schon gleich die Summe der Einkünfte bestimmen, weil Sie ja noch keine andere Einkunftsart machen. Die anderen Einkunftsarten kommen ja erst ein Jahr später im Lernfeld 8. Und hier knüpfe ich jetzt das Video an. Nach der Summe der Einkünfte werden nämlich abgezogen der Altersentlastungsbetrag nach 24a, der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende nach 24b, den Altersentlastungsbetrag hatte ich mit Ihnen schon im ersten Video besprochen. Den Entlastungsbetrag für Alleinerziehende bespreche ich im dritten Video mit Ihnen. Und heute werden wir thematisieren das Thema steuerliche Kinder nach § 32. Warum? Weil das wichtige Voraussetzung ist, damit Sie überhaupt den Entlastungsbetrag für Alleinerziehende gleich Kinder erziehen verstehen können. Das veranschaulichen wir uns anhand von einfachen Fällen und gehen damit die Gesetzessystematik der steuerlichen Kinder durch. Warum sind steuerliche Kinder so wichtig? Weil die überall vorkommen. Anspruch auf Kindergeld, Anspruch auf Kinderfreibetrag, Ausbildungsfreibetrag. Also das Einkommensteuerrecht ist durchzeichnet mit Dingen, wo steuerliche Kinder Auswirkungen haben. Ja, wenn Sie das interessiert, dann sind Sie genau richtig hier. Mein Name ist Kai Buhmann, Diplom-Finanzwirt, Diplom-Handelslehrer, Steuerberater. Seit 20 Jahren im Bereich der steuerlichen Aus- und Fortbildung tätig. Insbesondere auch in zahlreichen Prüfungsausschüssen, dabei auch bei den Steuerfachangestellten. Um die geht es hier, ja. Und deswegen kann ich da auch ein bisschen zu erzählen. Auch zum Thema neuer Rahmenlehrplan. Okay. Wir wollen es ja direkt mit dem Fall thematisieren. Dann gehen wir mal in den Fall rein. Wir haben ein Ehepaar, nämlich den Peter und die Susan Wainfield. Das ist ein schöner Name. Peter und Susan Wainfield aus Hannover, die haben ganz viele Kinder. Und für das Musterjahr 02 stellen wir uns die Frage, ob sie steuerliche Kinder sind. Wir fangen mal an mit dem Sohn Prinz John. Prinz John wird am 5.9.02 13 Jahre alt. Ist er ein steuerliches Kind? Wir gehen in den § 32 rein. Wir müssen uns als erstes den § 32 Absatz 1 angucken. Kinder sind erstens im ersten Grad mit dem steuerpflichtigen Verwandte. Das sind leibliche Kinder, das können Adoptivkinder sein. Adoptivkinder sind ja nach BGB den leiblichen Kindern gleichgesetzt. Dann gibt es noch eine Besonderheit, Pflegekinder. Und dann wird da ja extra erklärt, Personen, mit denen der Steuerpflichtige durch ein familienähnliches, auf Dauer berechnendes Band verbunden ist, sofern er sich nicht zu Erwerbszwecken in seinem Haushalt aufgenommen hat und das Obhuts- und Pflegeverhältnis zu den Eltern nicht mehr besteht. Also, in meinem Haushalt sind diese Kinder, die habe ich aufgenommen, nicht des Geldes wegen, ich kriege da kein Geld für und da besteht dann auf Dauer ein familienähnliches Band, was allerdings zu den leiblichen Eltern nicht mehr besteht. So könnte man es übersetzen. Dann würde man über die Nummer 2 eventuell die Vorteile dieser Kindereigenschaft steuerlich nutzen können. So, dann hat man im Absatz 2 noch eine Klarstellung. Besteht bei einem angenommenen Kind das Kindschaftsverhältnis zu den leiblichen Eltern weiter, ist es vorrangig als angenommenes Kind zu berücksichtigen. Also tatsächliches Familienband hat Vorrang vor Blut, so könnte man es ja umschreiben. Genau. Auch hier wieder ist ein erstes, im ersten Grade steuerpflichtigen Verwandtes Kind zugleich ein Pflegekind, ist es vorrangig als Pflegekind zu berücksichtigen. Die tatsächlichen Verhältnisse, wo das Kind ist, das hat halt Vorrang. So. Und nochmals unser Kind hier, das hatte ich ja fast vergessen, Sohn Prinz John, der wird 13 Jahre alt in 02. Jetzt geht's weiter. Ein Kind wird in dem Kalendermonat, in dem es lebend geboren wird und in jedem folgenden Kalendermonat, zu dessen Beginn es das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, berücksichtigt. Also wir müssen uns gar keine Gedanken machen. Wenn ein Kind minderjährig ist,
ist es sowieso ein steuerliches Kind. Das ist hier auch die Antwort für Prinz John. Steuerliches Kind nach 32.1 in Absatz 3 für das gesamte Jahr. Der nächste Sachverhalt wird schon ein bisschen anspruchsvoller. Tochter Jane Lisa, die wird am 4.8.02.19 Abitur gemacht und die Abiturzeit oder Schulzeit endet immer am 31.07. Ne? Abitur haben sie häufig dann vorher schon gehabt, Abifeier auch, dann haben sie schon frei, dennoch Schulzeit endet offiziell am 31.07. Studierte dann ab dem 1.9. BWL, also hat sie im August Pause gemacht. Nebenbei arbeitet sie dann ab dem 1.10. bis Ablauf des Jahres 24 Stunden pro Woche in einem Start-up als Programmiererin. So, dass Lisa Jane ein leibliches Kind nach 32.1 Nummer 1 ist, ist klar. Jetzt gucken wir uns als erstes den Zeitraum 1.1. bis 31.7. im Gesetz an. So, der Absatz 3 greift ja nicht mehr, weil das Kind ist ja volljährig. Jetzt kommt der Absatz 4. Fangen wir mit der Nummer 1 an. Noch nicht das 21. Lebensjahr vollendet hat, nicht in einem Beschäftigungsverhältnis steht und bei der Agentur für Arbeit oder im Inland als Arbeitssuchender gemeldet ist. Unsere, die studiert, die ist nicht arbeitssuchend gemeldet. Nummer 1 findet keine Anwendung. Jetzt kommt die Nummer 2. Noch nicht das 25. Lebensjahr vollendet hat, Buchstabe A, für einen Beruf ausgebildet wird. Und das greift für diesen Zeitraum. Steuerliches Kind nach 32.4 Nummer 2a. Schulzeit zählt also in Ausbildung stehend. Dann kommt der eine Monat Pause. Da gibt es den Buchstaben B. Sich in einer Übergangszeit von höchstens 4 Monaten befindet, die zwischen 2 Ausbildungsabschnitten, wie hier Schule und Studium, BWL. Und dann gibt es hier noch so ein paar andere Sachen, die aufgelistet werden, befindet. Genau das ist ja hier der Fall. Nämlich, der eine Monat ist kleiner gleich 4 Monate zwischen 2 Ausbildungsabschnitten, also weiterhin steuerliches Kind. Also bis 4 Monate kann man zwischendurch rumfaulen, könnte man. Und verliert die Kindereigenschaft nicht. Jetzt kommt der Zeitraum ab 1.9. Da könnte ich mich in der Zwischenzeit daran stören, dass sie mehr als 20 Stunden arbeitet. Aber, also ab der Zeit im Studium greift wieder der Buchstabe A. Jetzt muss man hier unten aber noch den Satz 2 lesen, der ganz unter den Nummern steht. Nach Abschluss einer erstmaligen Berufsausbildung oder eines Erststudiums wird ein Kind in den Fällen des Satzes 1 Nummer 2 nur berücksichtigt, wenn das Kind keiner Erwerbstätigkeit nachgeht. So. Keine Erwerbstätigkeit ist bis zu 20 Stunden. 24 Stunden wäre erwerbstätig. Ist aber für uns nicht relevant, weil das nur relevant ist nach einer erstmaligen Ausbildung. Die Tochter befindet sich in der erstmaligen Ausbildung nach Abitur. Die macht ihr erstes Studium. Deswegen gilt dieser Satz für sie nicht. Und diese mehr als 20 Stunden Arbeiten sind unschädlich. Die ist komplett im Zeitraum 1.9. bis Ablauf 02. Steuerliches Kind nach 32.4 Nummer 2a. Weil in Ausbildung stehend. Jetzt können wir den Sohn Wayne dran nehmen. Wayne. Dieser wird am 5.9.02 25 Jahre alt. Nach seinem Abitur machte er zunächst eine Ausbildung zum Steuerfachangestellten. Nach Abschluss seiner Ausbildung studierte er bis zum jetzigen Zeitpunkt Wirtschaftspädagogik auf Lehramt. Den Bachelor hatte er schon abgeschlossen und startete direkt im Anschluss mit dem Masterstudiengang in Wirtschaftspädagogik. Und den macht er immer noch. Nebenbei arbeitet er 15 Stunden die Woche am Lehrstuhl für Wirtschaftspädagogik an der Uni Göttingen. Okay, wichtig ist schon mal das Datum, 5.9.25. So, Zeitraum 1.1. bis Ablauf September. Erstmal leibliches Kind nach 32.1 Nummer 1. Und dann bis 30.9. steuerliches Kind nach 32.4 Nummer 2a in Zweitausbildung. Weil er hatte ja als erstes Steuerfachangestellter gelernt. Übrigens, der Master mit dem Bachelor wird zusammen betrachtet, weil der Zeitraum nicht auseinandergerissen wird, weil man den Master braucht, um dann Lehramt in diesen Beruf zu gehen. Ist aber egal, weil wir vorher schon die Ausbildung zum Steuerfachangestellten hatten. Also sind wir in der Zweitausbildung.
Das heißt, wir müssen neben 32 4 Nummer 2a betrachten, 32 Absatz 4 Sätze 2 und 3. Der arbeitet ja 15 Stunden, hatten wir doch, die Woche am Lehrstuhl. Kann das ein Problem sein? Nach Abschluss einer erstmaligen Ausbildung wird ein Kind nur berücksichtigt, wenn das Kind keiner Erwerbstätigkeit nachgeht. Satz 3. Eine Erwerbstätigkeit bis zu 20 Stunden regelmäßiger wöchentlicher Arbeitszeit, ein Ausbildungsdienstverhältnis oder ein geringfügiges Beschäftigungsverhältnis im Sinne von 88a, also zum Beispiel Minijobs, sind unschädlich. Heißt, der Satz 3 hier sorgt dafür, dass dieses Arbeiten von 15 Stunden unschädlich ist. Und deswegen haben wir in diesem Zeitraum ein steuerliches Kind. So, ab dem 1.10. Ab dem 1.10. ist Wayne komplett 25 Jahre alt. Hat das 25. Lebensjahr vollendet. Paragraph 32 Absatz 4 Nummer 2a kann nicht mehr greifen, weil hier ja steht als Voraussetzung noch nicht das 25. Lebensjahr vollendet hat. Ich wollte schon 65 draus machen. Ab dem Moment ist er kein steuerliches Kind mehr. Nächstes Kind, sind eine ganze Menge. Tochter Christina, diese wird am 5.7.02 27 Jahre alt. Im Alter von 23 während ihres Studiums erlitt sie einen Schlaganfall, von welchem sie sich nicht bis zum heutigen Tag erholte. Christina ist seitdem komplett gelähmt, hilflos und kann nicht selbst für ihren Lebensunterhalt sorgen. Sie ist in einem Pflegeheim in Hannover untergebracht, welches von Eltern finanziert wird. So, die ist ja 27. Ist das ein Problem? Wir gehen in, also leibliches Kind ist klar, ist sie. Paragraph 32 1 Nummer 1 ist erfüllt. Jetzt gehen wir in den Absatz 4 Nummer 3 rein. Wegen körperlicher, geistiger oder seelischer Behinderung außerstande ist, sich selbst zu unterhalten. Voraussetzung ist, dass die Behinderung vor Vollendung des 25. Lebensjahres eintrat. Und das ist doch bei ihr der Fall. Das trat mit dem 23. Lebensjahr ein. Ne? Und die ist auch aufgrund einer körperlichen Behinderung außerstande, sich selbst zu unterhalten. Gucken Sie sich den Sachverhalt an. Sie kann selbst nicht für ihren Lebensunterhalt sorgen. Und damit Kind nach § 32 4 Nummer 3 über das 25. Lebensjahr hinaus. Dann habe ich noch einen anderen Sohn, Jason. Dieser wird am 4.7.02 20 Jahre. Jason ist das komplette Jahr 02 bei der Agentur für Arbeit als Arbeitssuchend gemeldet. Er geht im gesamten Jahr 02 keinem Beschäftigungsverhältnis nach. Gegenüber seinen Eltern äußert er sich dahingehend, dass er sich selbst innerlich erst einmal finden müsse. Er muss selbst das Om finden. Kann er trotzdem als Kind reingenommen werden? Wir gehen nochmal rein. Die Nummer, die wir noch nicht hatten, waren doch die Nummer 1. Noch nicht das 21. Lebensjahr vollendet hat. Das hat er ja noch nicht. Nicht in einem Beschäftigungsverhältnis steht und bei der Arbeitsagentur im Inland als Arbeitssuchender gemeldet ist. Alles erfüllt. Der ist ja entsprechend gemeldet, also ist er ein Kind nach § 32 4 Nummer 1 StGB. Genau. Und damit das komplette Jahr ein Kind. Ab 21 ist es dann aus damit. Genau. Und damit haben wir den steuerlichen Begriff des Kindes durchgearbeitet. Und die Rechtsfolge ist, dass man dann zum Beispiel Anspruch auf Kinderfreibetrag, Freibetrag für Betreuung, Erziehung, Ausbildung hat, 32.6 StGB und oder auf Kindergeld, Paragraph 64, 66 StGB da hinten steht. Ich habe Ihnen außerdem noch ein Schema hier aufgebaut, wo ich das ein bisschen eingehender erklärt habe, weil in der Nummer 2, da gibt es ja nicht nur den Buchstaben A und B, sondern auch noch C und D. Ich habe jetzt nicht alles gemacht. Ich wollte Ihnen das mit dem Kind nur so anhand verschiedener Beispiele vorstellen, dass Sie so einen großen roten Faden haben. Und wenn Sie noch ein bisschen mehr erfahren wollen, gehen Sie dieses Schema durch. Und da können Sie sich das ja in Ruhe angucken. So, wir sind jedenfalls mit dem steuerlichen Kind durch, sodass wir die Voraussetzung haben, im nächsten Step, also im nächsten Video, den 24b anzugehen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.